Während der Pressekonferenz nach dem Spiel Giants Düsseldorf gegen LTI Gießen 46ers bekam Chefcoach der Gießener Wladimir Bogojewitsch die Frage gestellt, ob er überhaupt noch die Mannschaft erreiche. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Fragesteller nicht um einen Pressevertreter, sondern um den Vater des Spielers Johannes Lischka. Glaubst du eigentlich, dass du die Mannschaft noch erreichst? Von draußen den Eindruck, da ist keine Verbindung da. Also ich weiß nicht, ob hier diese Pressekonferenz jetzt dafür gedacht ist, dass einfach mal jeder eine Frage stellen kann, ob nur Journalisten zugelassen sind. Sehr gerne. Ist das der Fall, Markus? Ist das eine Frage? Aber ich werde mich gerne Ihre Frage stellen. Das ist übrigens, die Frage kommt von Herr Lischka, also vom Papa von Johannes Lischka. Ich glaube sehr, dass ich die Mannschaft erreiche. So gerade das Personal, das gerne zuhört, das auch bereit ist, sich zu entwickeln, also eine basketballerische Entwicklung zu machen. Ich antworte auf Ihre Frage, wir müssen es nicht auf einer persönlichen Ebene austragen, aber das Lächeln, das Sie gerade aufs Gesicht gespielt haben, es kann nicht sein, dass die älteren Spieler immer bereit sind, bestimmte Sachen umzustellen. Also auch von dem eigenen Ego etwas in die Waagschale zu werfen für das Wohl des Teams. Also gerade im speziellen Falle, das gehört jetzt nicht dazu. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich die Mannschaft erreiche. Leider haben wir nicht genug Konzentration, alle Vorgaben umzusetzen. Während die Pressevertreter sich geschlossen gegen eine solche Einschätzung verwehrten, kommentierte der Chefcoach der Giants Düsseldorf, Achim Kutschmann, den Zwischenfall mit den Worten: Ich meine, ich bin schon so lange im Geschäft drin. Aber ich meine, diese Frage, warum die auch immer kommt, finde ich also so, wie der Spielverlauf war, eigentlich eine Unverschämtheit. Denn gerade am Anfang der Pressekonferenz haben Sie gesagt, dass wir 40-22 hinten lagen. Aber wenn ein Trainer seine Mannschaft nicht erreicht, dann kann man das mir dann vielleicht vorwerfen, dass man bei 22-40 hinten steht und wir ein Spiel mit 40 verlieren. Aber das war nicht so der Fall und beide Mannschaften haben bis zum Ende gekämpft. Dass wir beide als Trainer da unten noch drin stehen, ist auch nicht so einfach, aber wir versuchen alles mit der Mannschaft. Und dass er seine Mannschaft erreicht bei 40-22, glaube ich, ist überhaupt keine Frage, dass das überhaupt aufkommt, finde ich eine Unverschämtheit. Und auf der anderen Seite kann man dann eben sagen, dass wir zurückliegen, dann liegt es vielleicht bei mir. Aber das Spiel ist 89-93 ausgegangen und da ist nichts mit gewesen, wo eine Mannschaft hier mit 40 untergegangen ist, wo man sagen kann, beide Mannschaften stehen auf 15., 16., 17. Platz und irgendeiner von den beiden Trainern erreicht die Mannschaft nicht mehr. Also ich finde das unmöglich. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, wurde Vater Martin Lischka schließlich aus dem Presseraum hinausgebeten.